Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute mit Dr. Ingfried Hobert, ein langjähriger Freund. Wir kennen uns schon lange und haben schon wunderbare Sachen gemeinsam erlebt und auch in die Wege, die Welt gebracht. Und ich bin ganz begeistert von deinem Projekt, deiner Mantra-Medizinstudie, die du gemacht hast, der größten, die es überhaupt gibt. Ich bin ja selber begeisterter Mantra-Sänger und rezitiere Mantra. Und ja, Dr. Hobert, Ingo, wie ist es gekommen zu dieser wundervollen Idee? Wie kamst du auf diese Idee? Naja, ich bin auf verschiedenen Mantra-Festivals immer sehr berührt von den Dingen, die da passieren, und habe mich dann in verschiedene Mantren auch verliebt und habe diese Mantren dann im Laufe der Zeit immer mehr in mein Leben integriert. Und dann hatte ich mit der Deva Premal, die ich da mehrfach getroffen habe, die Idee entwickelt, wie wunderbar es doch wäre, wenn wir eine Studie machen, wenn wir uns drei der kraftvollsten Mantren rauspicken und Menschen dazu einladen zu einer kostenlosen Studie, die 60 Tage geht und wo 10 Minuten am Tag nur die Aufgabe darin besteht, sich in dieses Feld der Mantren oder eines speziellen Mantras, das man sich aussuchen kann, hineinzufühlen und dann einfach mit diesem Mantra zu sein, entweder nur die Musik zu hören oder es mitzudenken, mitzusummen, mitzusingen, um damit den Geist einfach auszurichten, zu fokussieren und in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und da haben inzwischen 10.000 Menschen teilgenommen und unsere Studienergebnisse liegen jetzt vor. Und das ist ganz verblüffend, was dabei rausgekommen ist. Wow, super. Also du hast ja drei Mantras ausgewählt, oder ihr habt drei Mantras ausgewählt. Das war, glaube ich, das Om, das Gayatri-Mantra und das Sri Danutra-Mantra, dieses Heil-Mantra. Und wie seid ihr darauf gekommen, auf diese Mantra? Ist das einfach Deva, die da schon lange Erfahrung damit hat? Hast du dir da... Naja, es geht ja darum, den Geist auszurichten auf das, was uns wirklich, wirklich berührt, was uns wirklich wichtig ist. Und mir als Arzt ist es natürlich immer eine Herzensangelegenheit, Menschen auf ihrem Weg mit all den Herausforderungen, die sie haben, zu unterstützen, ihr Leben zu erleichtern, zu bereichern. Und da ist für mich der Königsweg grundsätzlich die Meditation. Und die Meditation ist sozusagen der Anfang jeglicher Form der Heilung, weil Heilung ist immer Selbstheilung, beginnt in meinem Selbst, beginnt in meinen Möglichkeiten. Und da ist der erste Schritt erstmal, das eigene biologische Potenzial zu aktivieren, indem wir uns einfach in der Stille zunächst mal besinnen, auf uns selbst besinnen, das Ganze zur Ruhe kommen zu lassen und uns dann auch zu fokussieren auf eine ganz bestimmte Ausrichtung, zum Beispiel die Ausrichtung Heilung oder die Ausrichtung Potenzialentfaltung. Und da ist es unglaublich effektiv, wenn wir uns so fokussieren, dass eine ganz bestimmte Intention, eine bestimmte Absicht im Mittelpunkt steht und dass unser ganzer Geist, unser Mind fokussiert ist auf diese Absicht, die uns so, so wichtig ist. Und da sind Mantren ein wunderschönes Werkzeug, das unseren Körper neu ausrichten kann und uns helfen kann, ja auf eine nächste Ebene auch weiterzuwachsen. Ja, ich kenne natürlich diese drei Mantren und ich habe auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, auch in meinem Yoga-Unterricht. Eben, wenn man sich mit etwas Höherem verbindet, dann schwingt man über sein kleines Ich hinaus und kommt in eine ganz andere Schwingung, in eine ganz andere Stimmung. Für mich sind das ja auch Stimmungsaufheller. Und wenn man sich dann eben mit der Gayatri, mit dieser Kraft des Lichts auch verbindet in uns, mit dem Innenlicht oder mit der Heilkraft in uns, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das einfach unglaubliche Kräfte freisetzt in den Menschen, dass die wirklich dann sich aufrichten, anders atmen, das Gesicht sich verändert. Und für mich war noch interessant auch zu sehen, du hast ja den Leuten empfohlen, zusätzlich zu den Mantras, ich glaube 10 Minuten haben sie das gechantet jeden Tag, noch die Heilrezepturen, also diese Kräuterrezepturen einzunehmen. Was war da dein Gedanke, dass das noch zu unterstützen mit dem Ayurveda Balance? Das ist ja ein sehr bekanntes, das Trifala. Naja, grundsätzlich ist es so, dass
jegliche Form der Heilung sollte erstmal damit beginnen, dass wir mit der Meditation den ersten Schritt machen. Durch die verstärkte Wahrnehmung, die wir dann Stück für Stück aufbauen, empfinden, können wir dann die nächsten Schritte tun und eine Wahrnehmung entwickeln für das, was uns essenstechnisch gut tut, was uns nicht gut tut, wie viel Bewegung gut ist für uns und wie viel Schlaf wir brauchen und was uns sonst im Leben eigentlich gut tut und Freude macht. Und erst wenn das nicht ausreicht, dann können uns Naturheilrezepturen, hochdosierte Naturmedizin kann uns dann unterstützen, noch mehr fokussiert zu sein, noch mehr in unsere Mitte zu kommen und vor allem den Körper auch so in Balance zu bringen, dass wir keine chemische Medizin nehmen müssen. Weil viele Menschen nehmen zu viel chemische Pharmazeutika und die haben so einen Rattenschwanz von Nebenwirkungen, lösen so ungünstige Felder für unseren Geist, für unsere Wahrnehmungsfähigkeit aus, dass wir alle Kräfte unternehmen müssen, um auch solche Menschen zu unterstützen, von dieser Chemie wegzukommen. Und da hat die Naturapotheke viel Gutes zu bieten und ein Allround-Mittel, ein allgemeines Mittel, das wir fast eigentlich jedem Patienten empfehlen können, um mehr in die Balance zu kommen, ist eben diese alte ayurvedische Rezeptur, die viele, viele tausend Jahre alt ist, Trifala oder wie wir es heute in der modernen, hochgereinigten und zertifizierten Form nennen, im Ayurveda Balance, ist ja eine Rezeptur, die sich seit Jahrtausenden bewährt hat, wenn es darum geht, Balance, Gleichgewicht herzustellen. Und sie hat sich herausgestellt als die Rezeptur, die uns sozusagen die Tür in die Tiefe öffnen kann. Ja, super. Also ich bin selber auch ein Fan vom Trifala, weil es eben alle drei Doshas ausgleicht und sehr ganzheitlich wirkt. Und ich nehme es auch regelmäßig. Da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Jetzt diese Studie, also ich war natürlich auch gespannt auf diese Studie. Es haben ja sehr viele Menschen daran teilgenommen, die größte Studie. Und was hat das jetzt bei den Menschen so bewirkt, als ihr die Auswertungen gesehen habt? Was hat das auf der körperlichen, emotionalen Ebene bewirkt? Und zweitens würde mich auch interessieren, wie hat das bei Menschen mit Krankheitsbildern, mit Symptomen, hat es gewirkt? Gab es da sogar eventuelle Heilwirkungen, Verbesserungen? Und wie hat es so auf der körperlichen, emotionalen Ebene gewirkt? Naja, wir sehen, dass über 85% der Teilnehmer sind fokussierter geworden bei den Dingen, worauf es ihnen wirklich ankommt. Und wir wissen ja, dass die Menschen, die den größten Erfolg hatten oder die wir als sehr erfolgreich ansehen, alle über die Fähigkeit verfügen, ihr System auf ein klares Ziel auszurichten. Das heißt, sie wissen nicht nur genau, was sie wollen, sondern sie lenken auch all ihre Kraft in das Erreichen dieser Ziele. Und hier sehen wir, dass 85% hier angegeben haben, dass sich ihr Leben massiv verbessert hat hinsichtlich der Ausrichtung auf das wirklich Nötige, entspannter, gelassener, ausgeglichener zu sein. Das ist immer Note 1 bis 6. 1 heißt, ist sehr gut gelungen, 2 ist gut gelungen und so weiter. Nicht? Auch besser zu schlafen, können wir hier auch sagen, nicht? 80% ist es gelungen, hier Note 1 bis 3 zu geben, dass sich ihr Leben verbessert hat. Auch wenn es darum geht, sich mehr um seine Herzensangelegenheiten zu kümmern, sich mehr Zeit für sich zu nehmen. Auch hier hat diese Fokussierung dazu geführt, dass wir auch auf gut über 80% kommen, die das als positiv beschrieben haben. Auch, dass sich mehr Zeit nehmen für Familie und Freunde, ist hier auch ganz deutlich beschrieben worden, wie sich das Verhältnis zum Umfeld verändert hat, die Qualität der Gespräche mit anderen Menschen, die Tiefe der Gespräche. Nicht? Also wir haben hier sehr viele dann auch noch persönliche Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Wenn wir noch weiter nach oben gehen, ist auch die Frage nach dem emotionalen Wohlbefinden. Und wir haben verschiedene Erkrankungen, die in einer anderen Statistik jetzt aufgeschrieben sind, also gerade bei Depressionen, bei Erschöpfung, bei Bluthochdruck,
Bei Depressionen, Rheuma, Tinnitus und Hashimoto haben sich deutliche Verbesserungen ergeben, die auch die Note 1 bis 3 bekommen haben. Und so können wir letztendlich sagen, jede Heilung, jede Therapie sollte immer mit Meditation beginnen. Und wir werden da weiter dran arbeiten, dass wir jetzt in einer weiteren Studie auch schauen, welches sind überhaupt die kraftvollsten Mantren der Welt aus den unterschiedlichen Kulturen. Und da werden wir jetzt noch ein bisschen weiter forschen, was es sonst noch in anderen Studien gibt, um dieses Bild hier noch weiter zu vervollständigen und dann den Meditierenden auch nochmal weitere gute, bewährte, sehr bewährte Mantren mit an die Hand zu geben. Jetzt ist es natürlich wunderbar, diese Resultate zu sehen. Das ist eigentlich fast so 70-80%, wo das positiv gewirkt hat, die Mantra-Meditation. Mich erstaunt es natürlich nicht, weil ich das selber bei Tausenden von Menschen schon erlebt habe, wie es wirkt. Aber es ist natürlich wunderbar, dass du es dokumentiert hast mit dieser Studie. Jetzt aus der schulmedizinischen Sicht und aus der Sicht der Gehirnforschung, wie erklärst du dir das, dass Mantras so eine starke Wirkung haben auf den Geist? Also auf den Körper natürlich auch. Also hier in meiner Praxis am Starnberger Meer messe ich täglich etwa mindestens 8 bis 10 sogenannte Stress-EKGs, die wir machen, wo wir den Vagusnerv, die Aktivität des Vagusnerv messen. Und da zeigt sich, dass der Vagusnerv als unser Selbstheilungsnerv eine ganz entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, Selbstheilungspotenziale, biologisch angelegte Potenziale der Selbstheilung zu wecken, zu verstärken. Und Selbstheilung funktioniert besser, wenn der Vagus in voller Aktivität ist, sozusagen im grünen Bereich läuft. Und während dieses Stress-EKGs lasse ich dann die Patienten einer tiefen, besonderen Weise atmen und sich ganz auf den Augenblick, auf diese Atmung fokussieren. Und dann sehen wir, wie in dem Moment der Sympathikus, die Sympathikusaktivität, die sogenannte Adrenalindominanz nachlässt und der Vagusnerv ansteigt. Und das ist für den Patienten sehr interessant zu sehen, wie er also durch Fokussierung der Gedanken zusammen mit der richtigen Atmung einen eigenen Beitrag leisten kann, sein vegetatives Nervensystem auszubalancieren und damit dem Geist auch die Möglichkeit zu geben, sich noch mehr zu fokussieren auf das, worauf es jetzt in diesem Moment ihm wirklich ankommt. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein jeglicher Form von Selbstheilung. Also du redest jetzt vom Vagusnerv, der sehr wichtig ist. Was denkst du, was passiert in unserem Gehirn, wenn wir so in dieses Mantra-Chanten eintauchen? Was geschieht da mit dem Hirn? Gibt es da zum Beispiel eine Aktivierung der Zirbeldrüse oder gibt es da eine, dass der Frontallappen mehr aktiviert wird? Was hast du da so für erste... Es sind 7 Hirnbereiche, die aktiviert werden, wo auch verschiedene Hormone produziert werden, auch Hormonvorstufen. Da ist nicht nur das Tryptophan, das 5-HTP, da sind auch Dinge wie Melatonin, Serotonin, Oxytocin, also ganz viele sehr spezielle Hormone, die gerade auch im Thalamus freigesetzt werden. Und die unterstützen dann diesen Prozess und regen auch weitere Selbstheilungsprogramme an. Wow, super. Also ich bin begeistert über diese Studie. Das gibt natürlich auch mir und ganz vielen Yoga-Lehrern, Yoga-Therapeuten großen Aufwind, dass es jetzt auch immer mehr belegt ist. Natürlich wissen, dass die Weisen in Indien und aus allen Kulturen schon seit vielen tausend Jahren, aber so eine Studie hilft auch vielen Menschen natürlich noch mehr Vertrauen zu finden. Jetzt, welche Rolle zum Schluss noch könnte Mantra-Medizin in Zukunft auch begleitend mit der Schulmedizin spielen? Was hast du da für eine Vision? Also du bist ja auch ein großer Pionier der Naturmedizin und jetzt der Mantra-Medizin. Wie könnte das in der Zukunft noch mehr Menschen erreichen? Also wir sehen ja auch, dass das eigentliche Heilmittel ist die Präsenz. Das gilt sowohl für den Patienten, dem es gelingt, im Hier und Jetzt
präsent zu sein, nicht in den Gedanken, in seinen Sorgen, Ängsten, im Gestern, Morgen, im Wenn und Aber zu sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Therapeuten. Es ist der Therapeut am erfolgreichsten, dem es wirklich gelingt, in dem Moment mit viel Mitgefühl präsent beim Patienten zu sein. Der hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung und auch dient auch als Teil der Heilung, wenn er Vertrauen aufbauen kann durch Dasein, durch Präsenz sein. Und so hat der Patient eben auch die Möglichkeit, in der Präsenz einen ganz wichtigen Baustein seiner Heilung mit ins Spiel zu bringen. Und das sollte für mich der erste Baustein sein, dass wir also durch Rückzug zur Meditation eine Basis legen, auf der sich dann alle weiteren Therapieprinzipien wie Entgiftung, Ernährungsumstellung, Bewegung, Sport aufbauen. Und erst wenn all das nicht die ausreichende Wirkung hat, den Körper in seinen verschiedenen Organsystemen in die Balance zu bringen, erst dann sollte Naturmedizin, hochdosierte Naturmedizin einsetzen, die ganz viel in Bewegung bringen kann. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann sollten wir dann doch die Dinge, die sich schulmedizinisch bewährt haben, dann überlegen, dass wir die sehr gezielt dann auch einsetzen. Wow, super. Also kannst du dir vorstellen, dass es immer mehr Menschen gibt, auch so, die in deine Praxis kommen? Du hast ja noch eine schulmedizinische Praxis, auch alternativ, ganzheitliche Medizin, dass immer mehr Menschen bereit sind, auch teilweise so indische Mantras zu chanten. Siehst du da eine Öffnung bei den Menschen? Gut, ich habe in meiner Praxis am Standort am Meer natürlich Menschen, die grundsätzlich für sich Selbstverantwortung übernehmen, die nicht kommen und sagen, bedien mich und gib mir irgendwas, wie man es an vielen anderen Stellen sieht. Also bei mir ist da nicht so eine Supermarktatmosphäre, sondern hier wird jedem einzelnen Patient ganz viel Zeit geschenkt. Er steht im Mittelpunkt und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das Resonanzfeld, das ich habe, mir bisher in den letzten 10 Jahren auch nur noch Patienten in meine Praxis geführt hat, die ähnlich denken wie ich und die eine Begleitung sich wünschen von einem ganzheitlich aufgestellten Arzt, der sowohl Schulmedizin als auch Naturheilverfahren als auch Psychosomatik beherrscht. Und um hier in einem Austausch eben auf Augenhöhe zu sein. Und da ist die Mantramedizin ein Baustein in diesem Therapiekonzept. Und ja, die Patienten, die ich habe, machen dazu 95-98% hundertprozentig mit. Wow, super. Also ich freue mich. Und ich habe auch gehört, dass du bereits ein Projekt hast, ein Buchprojekt. Das bin ich natürlich sehr gespannt. Das werde ich auch in meiner Yoga-Community teilen. Denn mir ist es ein großes Anliegen, dass eben auch diese Mantra-Medizin in die Welt kommt. Und ich bin sehr dankbar, dass du als Arzt diesen Weg gehst und uns Menschen unterstützt, eben auch auf der wissenschaftlichen, schulmedizinischen Seite klar zu forschen, was wir durch Mantra erreichen können. Vielen Dank, Dr. Hobert, lieber Ingo, für dieses Interview und diesen spannenden Einblick in deine Studie. Ja, lieber Remo, ich danke dir und wünsche einen schönen Tag.